Obergrenze der beiden jetzigen Terminals mit 68 Millionen Passagieren, die ist heute noch lange nicht erreicht. Stattdessen sind die Wachstumsraten gering. Es ist überdeutlich, der Flughafenausbau ist mit falschen Prognosen begründet worden. Das Terminal 3 hätte viele Auswirkungen. So wäre die Entfernung von der Bebauungsgrenze Walldorf bis zur Mitte Terminal 3 nur knapp 1500 Meter. Die Cargo City Süd ist gar nur 500 Meter vom Ortsrand entfernt. Für den Rollverkehr der Flugzeuge von und zum Terminal sind bislang keinerlei Lärmschutzmaßnahmen geplant. Die Zunahme des Lärms, insbesondere für Walldorf und Zeppelinheim, wäre enorm. Es würde zu einer Verschlechterung des Mikroklimas in einer hochbelasteten Region kommen. Und natürlich, mit dem Terminal 3 ginge eine Steigerung des Flugverkehrs einher. Und wie Fluglärm wirkt, das kennt ihr alle aus eigener Erfahrung zur Genüge. Wer hier auf irgendwelche Moratorien oder ähnliches hofft, spielt nur der Fraport in die Hände, die möglichst geräuschlos und ohne große Proteste ihr drittes Terminal realisieren möchte. Der Grüne Olaf Kunitz, das ist der Baudezernent in Frankfurt, und über seinen Tisch geht der Bauantrag. Kunitz hat nicht erkennen lassen, dass er dem Flughafenausbau irgendwelche Steine in den Weg legen möchte. Ganz im Gegenteil, seit einem Beschluss im Jahr 2008 wird von Frankfurt aus jede Maßnahme auf dem Flughafen einfach durchgewunken. Und das muss sich ändern. Und dass in Bauanträgen jede Menge Verhinderungspotenzial liegt, das wissen wir doch durch den Berliner Flughafen. Für einen eigenen Autobahnanschluss des Terminal 3 sollen 15 Hektar Wald fallen, der der Gemeinde Trebur gehört. Dagegen wehren wir uns. Die Änderung des Hessischen Forstgesetzes machte es möglich, dass ein Ergebnis der Kämpfe gegen die Startbahn West, nämlich der Schutzstatus und die Ausweisung von Bannwald, wieder rückgängig gemacht wurden. Südlich des Flughafens sind deshalb insgesamt aktuell fast 100 Hektar Wald bedroht, eben durch diesen Autobahnzubringer, möglicherweise durch einen S-Bahn-Anschluss fürs Terminal und durch die geplante Ausweitung des Kiesabbaus am Lang der Waldsee. Das ist alles im Areal, das relativ dicht beieinander liegt. Jetzt im neuen hessischen Koalitionsvertrag steht, dass die Rodung und Umwandlung von mit dem Schutzstatus Bannwald gekennzeichneten Gebieten in eine andere Nutzungsart grundsätzlich ausgeschlossen werden muss. Das hört sich fein aber das reicht nicht aus. Wir wollen, dass die Flächen, die diesen Status schon hatten, die müssen wieder als schutzwürdig eingestuft werden und vor der Rodung bewahrt werden. Der geplante Autobahnzubringer zum Terminal 3, der nur dem Flughafen dient, soll 12 Millionen Euro kosten ungefähr. Ratet mal, wer das bezahlen soll. Natürlich nicht die Fraport, sondern die öffentliche Hand, mit anderen Worten wir. Wenn der erste Terminalabschnitt 2020 oder 2021 in Betrieb gehen soll, dann muss in dieser Legislaturperiode der Wald gerodet werden. Also gilt es, wachsam zu sein und mit Waldbegehungen und anderen Aktionen zu zeigen, dass wir alle Waldschützer sind, die nicht noch mehr Waldverlust, Lärm und Schadstoffausstoß durch den Flughafen hinnehmen. Am nächsten Samstag wird die kommende Landesregierung mit der konstituierenden Plenarsitzung die Parlamentsgeschäfte zum 19. Hessischen Landtag aufnehmen. Was da von Seiten der Grünen ausgehandelt wurde, ist als ungenügend zu bewerten. Es geht bei nüchterner Betrachtung nicht über das hinaus, was Ministerpräsident Bouffier bereits vor 2 Jahren an Lärmschutz angeboten hat. Minimalste kosmetische Operationen am Fluglärm sollen uns Betroffenen als den Sachzwängen geschuldeten, größtmöglichen, alternativlosen Erfolg gegen einen ach so mächtigen Gegner verkauft werden. Die Grünen waren weder willens noch in der Lage, dort eine eigene Duftmarke festzuzurren. Zum Thema Flughafen keine einzige eigene Idee, wie beispielsweise die Aufhebung des Bannwaldstatus wieder rückgängig zu machen und den Wald um den Flughafen wieder entsprechend unter Schutz zu stellen. Es wird sich dann fast ausschließlich auf die Fluglärmproblematik beschränkt.
nicht zu all den anderen vom Flughafenbetrieb ausgehenden Belastungsfaktoren. Kein Wort zu einer uns schon vor Jahren versprochenen Gesamtbelastungsstudie. Stattdessen werden wir einmal mehr auf die Fertigstellung der NORA-Studie vertröstet. Die Rollen des sogenannten Forum Flughafen und Region und des äußerst kritisch zu betrachtenden Umwelt- und Nachbarschaftshauses sollen obendrein noch gestärkt werden. Und es werden im Rahmen einer Stabsstelle Fluglärmreduzierung noch entsprechende hochdotierte Pöstchen geschaffen, mit der die eigene Klientel bedient wird. Der Planfeststellungsbeschluss vom Dezember 2007 soll, jetzt zitiere ich, als Grundlage aller weiteren Überlegungen dienen, anstatt hier umgehend die dringend und zwingend notwendigen Nachbesserungen und Korrekturen vorzunehmen. Die grünen Minister und ein grünes RP müssten eigentlich die zahllosen Fehlentscheidungen des oben genannten Verfahrens jetzt umgehend korrigieren. Es kann nicht angehen, dass wie bei den Entscheidungsgründen zum Klimaschutz ausgeführt, Klimaveränderungen infolge der Emissionen des globalen Luftverkehrs nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens waren, da sie, und jetzt zitiere ich auch wieder, nicht dem Plan festgestellten Vorhaben zuzurechnen seien, sondern unabhängig vom Ausbau des Flughafens entstünden. Die Bürgerinitiative Mainspitze BIMS hat dieser Tage an den zukünftigen Flughafenminister geschrieben und diesen aufgefordert, die von seinem Vorgänger kurz vor Amtsende erteilte Genehmigung zum Incentive Program FRA Connect wieder umgehend zu kippen. Wir dürfen gespannt sein, ob Tarek Al-Wazir den salbungsvollen Worten auf der grünen Mitgliederversammlung kurz vor Weihnachten nun auch Taten folgen lässt. Und wir müssen dann unter Umständen nach 100 Tagen schwarz-grüner Regierung für eine Bilanzierung in der Landeshauptstadt auf die Straße gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.